Dutzende Journalisten warten hier vor dem Universitätsklinikum Frank D. Roosevelt in Banská Bystrica. Sie hoffen minütlich auf neue Informationen zum Gesundheitszustand des Ministerpräsidenten Fico, der gestern mit 5 Kugeln niedergeschossen wurde. Gestern um 15.50 Uhr wurde er hier mit einem Rettungshubschrauber eingeliefert. 5 Stunden dauerte die lebensrettende OP. Laut Angaben der Regierung ist sein Zustand ernst, aber stabil. Es werden für heute auch noch es gibt Gerüchte, dass hier noch die Staatspräsidentin und ihr gewählter Nachfolger Pellegrini auftauchen könnte. Was wir hier so erfahren haben, ist, dass es hier strengstens überwacht wird. Alle Menschen, die mit ihm zu tun haben, mit dem Ministerpräsidenten, Ärzte, Pfleger, mussten ihre Handys abgeben, um hier kein Foto oder sonstiges von ihm machen zu können, damit hier keine Informationen nach draußen sickern.